Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Umschau. Der Sport, der wird in diesen Tagen auch im Fernsehen großgeschrieben. Die Kollegen vom Fußball-Frühstücksfernsehen sind gerade schlafen gegangen. Mexiko AD, es lebe Wimbledon. Bereits heute Nachmittag die nächste Übertragung von diesem ehrwürdigen Tennisturnier. Da will auch die Umschau nicht nachstehen. Wimbledon feiert in diesem Jahr 100-jährigen Geburtstag. Grund genug für einen Rückblick. Wimbledon, Kultstätte des Tennissports seit über einem Jahrhundert. Es ist das Mekka der Tennisspieler aus aller Welt. In alle Welt brechen in diesen Tagen wieder die Deutschen auf, liebe Zuschauer. Ferienbeginn in drei Bundesländern. Am Wochenende gab es die erste große Reisewelle auf den deutschen Straßen. Denn auch in den schönsten Wochen des Jahres ist der eigene PKW nach wie vor das liebste Transportmittel. Für eine sichere Hin- und Rückfahrt hier einige Auto-Urlaubstipps. Mal aufblinken. Dass Sie Ihr Auto, okay, bevor es auf die große Reise geht, nochmal durchsehen lassen, ist ja wohl klar. Den Reisefertig-Sicherheitscheck machen alle Werkstätten und die Prüfzentren der Automobilclubs. Dort werden Kleinigkeiten oft sogar kostenlos erledigt. Aber nicht nur das Auto selbst sollte reiseklar sein. Machen Sie beispielsweise auch den Verbandskastencheck. Prüfen Sie, ob was fehlt, und nehmen Sie alles raus, was angebrochen ist. Testen Sie mal das Pflaster, denn etwa alle halbe Jahre lässt die Klebefähigkeit durch die Wärmeeinwirkung im Auto deutlich nach. Und gerade Pflaster braucht man am meisten. Ergänzen Sie also, was fehlt, und packen Sie alles übersichtlich zusammen, damit Sie es im Ernstfall griffbereit haben. Griffbereit, das heißt während der Fahrt. Verbandskasten, Feuerlöscher und Warndreieck gehören ins Wageninnere und nicht unter die Koffer im Gepäckraum. Sollten Sie mal löschen müssen, am häufigsten sind Vergaserbrände, dann Haube nur leicht anheben und das Feuer gezielt mit kurzen Stößen auspusten. Und keine Panik, auch wenn beispielsweise durch einen Kabelbrand das Auto innen Feuer fängt. Grundsatz, erst alle Insassen raus und dann beherzt mit kurzen Stößen das Feuer löschen. Selbst größere Brände sind auf diese Weise am besten mit Halonlöschern einfach zu ersticken. Wer es ganz perfekt will, sollte außer Verbandskasten, Feuerlöscher und Warndreieck ein Abschleppseil, eine Ersatzwindschutzscheibe, auf alle Fälle aber Ersatzlampen und einen Keilriemen mitnehmen. Das Infoheft Ferienfahrt 86, das jetzt bei Behörden und großen Firmen ausliegt, gibt Ihnen weitere Hinweise für die große Fahrt. Neben einer Checkliste zum Abhaken, damit man nichts vergisst. Enthält es auch eine Fülle guter Tipps und Ratschläge für unterwegs, von den Rundfunksendern mit Verkehrsdurchsagen bis zu Verhaltensregeln im Fall des Falles. Das Heft Ferienfahrt 86 gibt's auch an allen Tankstellen an der Autobahn. Informationen ganz anderer Art bestimmen die Reisepläne der Amerikaner. Nachrichten aus Europa über Bombenanschläge, Entführungen, Attentate haben sie in Angst versetzt. Viele US-Bürger haben daraufhin ihren Überseetrip storniert. Ein herber Verlust auch für den deutschen Fremdenverkehr. Beispiel der Rheingau. In dieser Saison werden es Souvenirhändler wohl schwer haben, diesen Vogel auf eine Überseereise zu schicken. Denn amerikanische Touristen, die beim Anblick einer Kuckucksuhr leicht aus dem Häuschen geraten und bisher zu den besten Kunden zählen, bleiben aus. Und das, obwohl ein Besuch in Good Old Germany auf der Hitliste der US-Touristen sonst ganz oben steht. Der Grund für den Reiserückgang, wenn es um die eigene Sicherheit geht, hört auch das Suchen nach historischen Wurzeln auf. Henning Falkenstein lebt seit 20 Jahren in den USA. Er ist zurzeit zu Besuch hier. Warum kommen viele Amerikaner nicht mehr? Ich kann nicht für ganz Amerika sprechen natürlich, aber der wichtigste Grund liegt wahrscheinlich bei den Terroristenanschlägen. Wenn auch Libyen für manchen Amerikaner mitten in Europa liegt, dass die Drosselgasse in Rüdesheim liegt, das weiß fast jedes US-Kind. Ein Gang durch die Gasse, ein Muss für jeden Europatrip. Die Saison in Rüdesheim hat gerade begonnen.
Und wir sind ein wenig traurig, dass der Rückgang der Amerikaner sich doch auch bei uns bemerkbar macht. In diesem Jahr rechnen wir nur mit etwa 50%. Betroffen sind in Rüdesheim eigentlich nur die Erster-Klasse-Häuser, denn die US-Touristen haben nur in ganz geringem Maße die Mittelklasse-Hotels frequentiert. Wer ist besonders vom Ausbleiben der amerikanischen Tagesausflügler betroffen? Betroffen sind sicherlich auch außer den Beherbergungsbetrieben die Souvenirhändler, die ja gerade im letzten Jahr dank des guten Dollarstandes ein gutes Geschäftsjahr hatten. Auch die mittelständige Personenschifffahrt hat uns einige Klagen gemeldet, denn sehr viele Gruppen haben ja kombinierte Reisen gemacht. Schiffsreisen kombiniert mit Omnibusreisen, denn eine Rheinreise, eine Fahrt auf einem Schiff entlang dem romantischen Rhein ist ja einer der Höhepunkte einer Deutschlandreise. Geschätzt, konkrete Zahlen liegen noch nicht vor, 40-50% weniger US-Touristen als im Vorjahr werden in Heidelberg, Köln, München, Rüdesheim ihre Kameras zücken. Gespart haben die Urlauber aus Übersee nie. 1985 ließen sie 2,2 Milliarden Mark in Hotels, Gaststätten, Souvenirläden. Macht pro Tag und Besucher etwa 430 Mark. Die Zauberformel Romantikhotel, bisher ein Sesam öffne dich für die dollarprallen Geldbörsen, hat an Reiz verloren. Herr Dr. Wenkstern, macht sich die Angst der Amerikaner bei Ihnen bemerkbar? Sind die Buchungszahlen zurückgegangen? Ja, das kann ich durchaus bestätigen. Die Angst macht sich hier sehr bemerkbar. Wir haben also erhebliche Stornierungen für diese Saison in Kauf nehmen müssen. Im vergangenen Jahr war der Dollarkurs sehr hoch. Die Reiselust war groß. Es sind viele Amerikaner nach Europa gereist. Und wegen dieser guten Saison meinten wir, dass wir berechtigt sind und dass es kaufmännisch vernünftig ist, dass wir das Hotel erweitern, dass wir Betten anbauen, dass wir modernisieren, dass wir alles schöner machen im Hinblick auf die kommende Saison. Aber die fällt nur so ein kleines bisschen ins Wasser. Und das ist unser großes Problem. Die deutschen Touristikunternehmen tun einiges, um die US-Bürger an den Rhein zurückzulocken. Ja, die Deutsche Zentrale für Tourismus hat schon sehr früh, Anfang dieses Jahres, die Situation sehr ernst genommen, weil die USA für den Ausländerreiseverkehr in Deutschland ein Markt Nummer 1 sind. Wir haben jedenfalls unsere Informations- und Werbetätigkeit in den USA intensiviert. Diese bezieht sich auf Anzeigen und insbesondere auf Einladungen an Reisebüroagenten und Vertreter von großen Reiseveranstaltern sowie Fachjournalisten. Diese Reisebürovertreter sind der Einladung ihrer deutschen Kollegen gefolgt. Ein erster Eindruck. I love it. I love it. Kann man nur hoffen, die Amerikaner lassen sich durch seine Liebe zu Deutschland von der Harmlosigkeit eines Europatrips überzeugen. Entwarnung also. Und nach allerletzten Meldungen soll die Europareiselust der Amerikaner auch bereits wieder ansteigen. Entwarnung gilt auch seit langem wieder beim Genuss von Wein. Und dennoch leidet die Branche nach wie vor unter ihrer bisher größten Absatzkrise. Viele Verbraucher sind immer noch skeptisch, nachdem vor fast genau einem Jahr in österreichischen Weinen das Frostschutzmittel Diethylenglykol entdeckt worden war. Doch die vergifteten Weine wurden alle beschlagnahmt, wurden so zu einer Art Sondermüll. Problem ist jetzt die Abfallbeseitigung. Die Polizei auf dem Weg zum Einsatz. Ihr Ziel? Eine Importkellerei an der Mosel. Es geht wieder einmal um Glykolwein. Die Beamten sind in Zivil. Man will Aufsehen vermeiden. Denn Ärger hatte schon genug gegeben mit dem verseuchten Wein aus Österreich. Mehr als 800 Sorten hat die Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Allein in diesem Betrieb waren Flaschen für über 4 Millionen Mark über Nacht zu wertloser Ware geworden. Sie blockierten kostbaren Lagerraum und werden deshalb jetzt in großen Behältern zusammengeschüttet. Die Polizisten überwachen diese Sturzaktion. So heißt der Vorgang im Behördendeutsch. Sie passen darauf auf, dass die beschlagnahmte Ware nicht doch noch in den Handel gelangt. Aber daran denkt hier keiner. Man will ihn nur noch loswerden, den vergifteten Rebensaft. Und das ist gar nicht so einfach, denn dieser Wein ist kein Wein mehr, sondern Sondermüll. Am liebsten würde man ihn ja dorthin zurückschicken, wo er herkommt. Doch diese Adressen gibt es nicht mehr. Die österreichischen Lieferanten sind längst pleite.
Die Männer hier arbeiten Akkord. 10.000 Liter schaffen sie pro Tag. Eine knappe Million Flaschen muss entkorkt werden. Die Hilfskräfte wurden eigens für diesen Job beim Arbeitsamt angeheuert. Der Glykolwein wird in solchen von den Behörden feinsäuberlich verplombten Tanks zwischengelagert. Zum Ärger des Kellermeisters, der sich anschließend mit der Reinigung der riesigen Behälter herumschlagen muss. Ein Teil des Weins wurde mittlerweile von der Bundesmonopolverwaltung in Neu-Isenburg zu Industrieschnaps verarbeitet. Ein kostenaufwendiges Verfahren, für das die mit Millionenverlusten gestraften Importfirmen noch einmal in die Tasche greifen mussten. Statt der 10 Mark Verkaufspreis pro Liter Flasche bekamen sie nur noch 3 Pfennig vergütet. Und das reichte nicht mal für den Transport. Da ist es billiger, den Wein einfach wegzukippen. Mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft, versteht sich. Dann nämlich werden wenigstens die Einfuhrzölle zurückerstattet. Und das sind immerhin 25 bis 30 Pfennig pro Flasche. Nach langem Zögern hat sich jetzt die Kläranlage Mainz dazu bereit erklärt, diese Entsorgung zu übernehmen. Seit Anfang der Woche wird der Wein dort angeliefert. Auch hier sind die Behörden wieder dabei. Aus diesem Tankzug fließen in Wein gelöst knapp 50 Kilo Diethylenglykol. 3,5 Millionen Liter sollen bis zum Jahresende vernichtet werden. Aber anliefern dürfen nur rheinland-pfälzische Betriebe. Obwohl auch Firmen aus anderen Bundesländern gern ihren Weinmüll hier loswerden würden. Einen Monat lang muss das giftige Gemisch in diesen beiden Faultürmen brodeln. Nach dieser Zeit, so hofft man, haben Bakterien alle schädlichen Substanzen aufgefressen. Ständige Kontrollen garantieren, dass kein Glykol ins Abwasser kommt. Mit den Gasen im Faulturm wird übrigens Strom erzeugt. So betrachtet, dient Wein hier erstmals zur Energiegewinnung. Müll und sei es vergifteter Wein ist also nicht ganz wertlos. Im Besonderen gilt dies natürlich auch für Altpapier. Immer wieder fordern Kommunen und Organisationen die Verbraucher auf, ihre Zeitungen und Zeitschriften getrennt vom übrigen Hausmüll zu sammeln, damit daraus kostengünstig wieder Rohstoffe erzeugt werden können. Doch auch dieses sinnvoll erscheinende Altpapierrecycling hat seine zwei Seiten. Hamburg-Billstedt, Produktionshalle eines der größten Altpapierhändlers der Republik. Die Zeitungen von gestern, das längst Gelesene, hier wird es als Rohstoff gesichert, für die Wiederverwertung gesammelt. Altpapierrecycling. Was an Sammelware aus den Haushaltungen ankommt, wird gesichtet und zur Sortieranlage transportiert. Einschichtbetrieb im sogenannten Sortierbunker. Einteilung in unterschiedliche Qualitätsstufen. Sortiert werden die Papierabfälle nach ihrem Holzanteil und danach, ob die Druckerschwärze entfernt werden kann oder nicht. Rund 350 Tonnen kommen hier jeden Tag in die Pressanlagen. Die Geschäfte der Branche, bis vor kurzem noch, waren sie nicht von Pappe. Noch vor gut einem Jahr erzielte der Altpapierhandel einen Rekordumsatz von über 1 Milliarde Mark. Für jede Tonne Altpapier mussten die Papierfabriken damals je nach Qualität der Ware bis zu 180 bzw. bis zu 240 Mark zahlen. Heute können sie schon für 15 bzw. für 40 Mark kaufen. Dennoch, die Händler bleiben auf ihrem gepressten Altpapier sitzen. Der Absatz stagniert. Mehr als 1800 Tonnen, dreimal so viel wie vor der Krise, liegen bereits auf dem Lagerhof. Das einst einträgliche Altpapiersammeln, heute ist es ein Geschäftsrisiko. Der Markt, für die Händler ist er zusammengebrochen. Sie schlittern in die Krise. Warum? Weil in Deutschland die Kommunen aktiv anfangen, in Landkreisen und allen Gebieten Altpapier zu sammeln, ist das Angebot an Altpapier wesentlich größer geworden als der Bedarf. Der Markt ist zusammengebrochen. Innerhalb eines Jahres sind die Preise um 70% gesunken. Es ist absolut unerlässlich, dass wieder eine bedarfsgerechte Sammlung vorgenommen wird und dass der Staat sich aus unnützen zusätzlichen Sammlungen heraushält. Es gibt zu viel Altpapier. Aber nicht, weil der Staat sich angeblich einmischt, sondern weil viel weniger in das Ausland exportiert werden kann. Kommt hinzu, dass die Papierfabriken, die Hauptabnehmer für Altpapier, ihre Verwertungskapazitäten annähernd ausgeschöpft haben. In der Papierfabrik Meldorf wird Wellpappe hergestellt, zu 100% aus Altpapier. Etwa 80% des Altpapiers eignen sich für die Wiederverarbeitung. Der Rest muss auf die Deponie.
selbst wenn die Preise für Altpapier weiter fallen, die Fabriken können kaum noch sehr viel mehr recyceln. Wenn jetzt schon 500.000 Tonnen Altpapier auf Halde liegen, lohnt es nicht länger, in großem Umfang Papierabfälle vom übrigen Hausmüll zu trennen. Papiersammeln, einst als sinnvolle Maßnahme für den Umweltschutz propagiert, heute ist es fast überflüssig. Für Altpapier ist der Markt erschöpft. Müllverbrennungsanlage Hamburg-Borsigstraße. Hier werden jeden Tag etwa 460 Tonnen Hausmüll abgekippt. 92 Tonnen davon sind Papierabfälle. Rohstoffe werden hier nicht vergeudet, denn diese Müllverbrennungsanlage ist ein Heizkraftwerk. Die Energie, die im Hausmüll steckt, wird in Fernwärme umgewandelt. Altpapier kann in dieser Anlage problemlos verbrannt werden. Die Schadstoffe bleiben in den Rauchgasfiltern hängen, wie bei jeder anderen umweltfreundlichen Müllverbrennungsanlage auch. Mindestens 12 Tonnen Müll pro Stunde braucht jeder der zwei Öfen. Umweltschonendes Energierecycling mit 20% ist in Hamburg das Altpapier dabei. Als Teil des Hausmülls, extra gesammelt werden, braucht es dafür nicht. Nach so viel Abfallbeseitigung nun ein Ausflug ins Reich der wohlriechenden Düfte. Das Parfum, der deutsche Erfolgsroman von Patrick Süskind, ist gerade auch in Frankreich erschienen, entwickelt sich auch dort zu einem Verkaufsschlager. Grund genug, einmal das Zentrum der französischen Parfümindustrie, die provenzalische Stadt Grasse, zu besuchen, mit dem Buch unter dem Arm. Er sah sich in den Armen einer Frau mit schwarzen Locken liegen und sah die Silhouette eines Strauchs von Rosen. Dieses Parfum war kein Parfum, wie man es bisher kannte. Süskinds Romanheld entdeckt das Geheimnis der Düfte und ihrer Herkunft. Sie liegt in den Bergen nahe der Côte d'Azur, einer vom Klima verwöhnten Mittelmeerlandschaft. Grasse, im Mittelalter Stadt der Gerber und Handschuhmacher. Parfum aus der Blütenpracht dieser Gegend wurde in den Handwerkerhäusern erst im 18. Jahrhundert entdeckt. Aus Italien kam die Mode, Handschuhe zu parfümieren. Schnell bemerkten die Gerber, dass damit mehr Geld verdient war als mit Leder. Im Roman heißt es: Die Herren, die hinter diesen bescheidenen Kulissen wohnten, rochen nach Gold und nach Macht. So ist es bis heute geblieben. Allerdings wird Parfum heute industriell hergestellt. Geblieben sind jedoch die Ausgangsprodukte, wie hier grüne Veilchenblätter. In aller Früh geliefert, 10.000-fach in voluminösen, aber federleichten, duftenden Haufen. Das Verfahren heißt Extraktion. 5 bis 10 Tonnen Blätter verschmelzen pro Tag in diesen Spezialkesseln zu einer duftenden Flüssigkeit. Möglichst viele Blätter oder Blüten, Druck und ein anschließend verdampfendes Lösungsmittel, so stellt man heute Parfum her. Die Ausbeute ist gering, denn 3 Zentner Blätter geben nicht mehr her als diese 75 Gramm Flüssigkeit, konzentrierten Blütenduft, die Essence Absolue. Die alte Technik ist dagegen nur noch im Museum zu bewundern. Auf mit Fett bestrichene Platten wurden Blüten gestreut. Sie mussten sich langsam zu Tode schlafen. Erst nach 3 oder 4 Tagen waren sie verwelkt und hatten ihren Duft an das benachbarte Fett abgeatmet. Ergebnis: eine duftende Paste, das Konkret in Alkohol aufgelöst, Essence Absolue. Damals wie heute komponiert der Parfümeur aus den verschiedenen Essenzen sein Parfum. Die Nase geschärft und gerochen, den Duft zerlegt nach den Regeln der Kunst. Düfte auf Bestellung.
Nach den geheimen Formeln des Parfümeurs mischt man hier zu dem Pflanzlichen auch einige chemische und tierische Grundsubstanzen. Das Konzentrat geht in Fässern an die großen Häuser, die dem kostbaren Inhalt, luxuriös verpackt, dann nur noch einen wohlklingenden Namen geben. Zurück allein bleibt Grasse. Rom der Düfte, das gelobte Land der Parfümeure. Und wer nicht seinen Namen hier verdient hat, der trägt nicht zu Recht den Namen Parfümeur. Das war die Umschau für heute. Nett, dass Sie mal reingeschnuppert haben. Tschüss, bis zum nächsten Mal und Ihnen noch einen schönen Tag. So, es kommt jetzt wieder weg. Sowas gehört ja auch nicht in einen biodynamischen Garten. Hugo, sage ich mir immer, Hugo, denk an das Positive. Eine schöne, gesunde Bodenflora und Fauna hast beieinander. In deinem Spinat kein Lindan, kein DDT. Und das bisschen Cäsium, na, mein Gott, man muss ihn ja nicht gleich essen. Nicht immer so gierig sein. Der Garten ist jetzt mehr eine Augenweide. Also Schluss mit der Becquerel-Beckmesserei. Der gesunde Mensch braucht nämlich den Atomstrom. Warum? Ja, kommen Sie mal mit. Ja, schauen Sie, ich habe jetzt da zwei Tiefkühltruhen voll Lebensmittel eingefroren. Vor Tschernobyl-Ware natürlich. Und für die Frischware habe ich draußen mein neues Gewächshaus. Vollautomatisch geregelt, elektrisch beheizt. Die Kinder kriegen jetzt jeden Tag frische, unverseuchte Kleider an. Das heißt, jeden Tag läuft die Waschmaschine, läuft der Trockner. Ja, was glauben Sie, was das alles Strom kostet? Hugo, sage ich mir, der Atomreaktor befriedigt den Strombedarf, den er selber erzeugt. Also, wir brauchen Atomstrom, weil wir Atomstrom haben. Logisch. Also, wer dagegen ist, der muss ja blöd sein. Blöd muss man nicht sein, aber vielleicht hapert es mit der Aufklärung. Nun, dem Mann in unserer Glosse kann ja vielleicht noch geholfen werden. Guten Tag, verehrte Zuschauer. Ich begrüße Sie wieder recht herzlich beim Umweltmagazin Globus. In unserer heutigen Ausgabe gehen wir zunächst auf einige Folgen der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ein. Die ökologischen Konsequenzen werden jahrzehntelang zu spüren sein, wie eine kurze Zwischenbilanz erkennen lässt. Danach soll ein Gespräch zwischen Professor Friedrich Fester und Diplomphysiker Herwig Paretzke weitere Informationen bieten. 30. April 1986. Beim Reaktorunfall von Tschernobyl freigesetzte radioaktive Stoffe werden vom Wind auch über die Bundesrepublik getrieben. Gewitterregen waschen sie aus der Luft auf den Boden in das Ökosystem. Der Mensch ist der Strahlung entweder direkt ausgesetzt oder indirekt über die Nahrungskette. Beispiel 1.
Die radioaktiven Stoffe blieben auf der Pflanzenoberfläche, zum Beispiel vom Blattgemüse, liegen. Mit dem Verzehr dieser Pflanzen gelangte zusätzliche radioaktive Strahlung in den Körper. In vielen Fällen wurde das so belastete Gemüse einfach untergepflügt. Dadurch kamen die radioaktiven Stoffe sofort in tiefere Bodenschichten, wo sie nun ein Belastungspotenzial für spätere Ernten darstellen. Doch dazu später. Beispiel 2. Auch dort, wo nicht untergepflügt wurde, dringen die radioaktiven Stoffe mit dem Regen in den Boden und sinken nun langsam ab. Durch die Wurzeln können sie auch dann wieder in die Nahrungskette und damit zum Menschen gelangen. Beispiel 3. Die radioaktive Belastung der Milch. Der Regen hatte die radioaktiven Substanzen ins Gras gewaschen. Mit dem Gras wurden sie von den Kühen aufgenommen und mit der Milch teilweise wieder ausgeschieden. So kommen sie auch in unseren Körper. In den Tagen und Wochen nach Tschernobyl sorgten unterschiedliche Messwerte und Messeinheiten für Verwirrung. Deshalb noch einmal eine Begriffserklärung. Becquerel ist die Messeinheit für radioaktive Strahlung. Sie nennt die radioaktiven Zerfälle pro Sekunde. REM ist die Messeinheit für die Strahlenbelastung. Die gleiche Strahlenmenge kann Menschen unterschiedlichen Alters unterschiedlich stark belasten. Radioaktive Strahlung ist für unseren Körper grundsätzlich nichts Ungewöhnliches. Die jährliche Belastung durch natürliche Radioaktivität beträgt ca. 200 Millirem. Das ist ein Durchschnittswert. Je nach Region kann er zwischen 100 Millirem und 400 Millirem schwanken. Dazu können sich noch andere Werte addieren. Drei Beispiele. Während eines Atlantikflugs erhält man eine zusätzliche Strahlenbelastung von ca. 4 Millirem. 4 Wochen Aufenthalt in 2000 Metern Höhe ergeben einen ähnlichen Wert, ca. 5 Millirem. Bei einer Röntgenuntersuchung sind die Belastungen höher. Je nach Art zwischen 10 Millirem und 1 Rem. Die Wissenschaftler sind sich weitgehend einig, dass jede Strahlenbelastung Gefahren für den menschlichen Organismus birgt. Die Frage ist nun, ob die Krebsgefahr durch die zusätzliche Strahlenbelastung nach dem Reaktorunfall wesentlich erhöht wird. Diese zusätzliche Belastung liegt im ersten Jahr voraussichtlich zwischen 50 und 150 Millirem. Wir haben epidemiologische Daten, die sich auf relativ hohe Dosen beziehen, Dosen im Bereich von 100 Rem oder höher. Wenn man diese Daten auf niedrige Dosen überträgt, dann ergibt sich ein rechnerisches Risiko durch diese zusätzliche Strahlenexposition von etwa 1 zu 10.000. Das heißt, unser normales Krebsrisiko, was etwa 20% beträgt, wird dann auf 20,01% erhöht. Wir vom Öko-Institut sind der Ansicht, dass dabei zwei Dinge vergessen werden. Nämlich einmal, diese Risikoabschätzung beruht nur auf einer Zahl. Das ist eine Empfehlung auch der Internationalen Strahlenschutzkommission. Es gibt aber auch neuere Risikoabschätzungen aufgrund von langjährigen Untersuchungen an Atomarbeitern, zum Beispiel aus den USA. Und die führen dann auch teilweise zu einem Risiko, was 80 Mal höher wäre. Das Zweite ist, dass bei diesem Risiko nur tödliche Krebsfälle berücksichtigt werden. Alles, was nicht tödlich ist, fällt unter den Tisch. Das wären zum Beispiel Schilddrüsenkrebse und Schilddrüsenknoten, die zwar ein gesundheitlicher Schaden sind, aber nicht zum Tode führen. Das ist gerade bei der Schilddrüse häufig so. Um die Strahlenbilanz durch Nahrungsaufnahme möglichst gering zu halten, setzte die Strahlenschutzkommission, ein vom Bundesinnenministerium berufenes Gremium von 16 Wissenschaftlern, Richtwerte für Nahrungsmittel fest. Während zum Beispiel in Österreich 185 Becquerel pro Liter Milch genannt wurden, setzte die deutsche Strahlenschutzkommission eine Obergrenze von 500 Becquerel fest. Andere Länder halten noch wesentlich höhere Werte für unbedenklich. In Schweden gelten 2000 Becquerel pro Liter und in der Schweiz sogar 3700 Becquerel pro Liter als Richtwert. Trotzdem bleiben Fragen. Ich habe hier 1 Liter Milch, der dürfte den amtlichen Bestimmungen nach 500 Becquerel pro Liter enthalten. Wenn ich mich im Labor an die Bestimmungen der Strahlenschutzverordnung halte, dann dürfte ich diesen Liter Milch nicht in den Ausguss kippen. Er wäre für mich radioaktiver Sondermüll. Ein anderes Beispiel dafür, wie stark die radioaktive Belastung in Bayern oder auch hier in München gewesen ist, sind die Werte, die man am Boden gemessen hat.
Da misst die GSF in Neuherberg 300.000 Becquerel pro Quadratmeter. Wir messen ähnliche Werte. Für uns bedeutet das, wenn unser Labor so versaut gewesen wäre, würde das Gewerbeaufsichtsamt unser Labor schließen. Widersprüche in den Verordnungen. Ähnlich argumentiert auch Thomas Maurer, Chef einer Elektronikfirma, die Privatmessungen durchführte und deren Ergebnisse von der Gesellschaft für Strahlenforschung, GSF, bestätigt wurden. Wenn Sie hier nachlesen, dann können Sie sehen, dass bei 3.700 Becquerel pro Quadratmeter der sogenannte technische Überwachungsbereich beginnt. Das heißt, da muss man bereits überall Schutzschilder aufstellen und es sind sonstige Restriktionen vorhanden. Bei 37.000, also dem Zehnfachen Becquerel pro Quadratmeter, beginnt der sogenannte Kontrollbereich. Hier ist von Schutzanzügen die Rede. Hier dürfen keine schwangeren Frauen hin. Hier dürfen keine Kinder hin. Und hier, und das ist ganz wichtig, darf nichts gegessen werden, weil die Gefahr der Inkorporation von strahlenden Partikeln durch die Nahrungsaufnahme eben auch vom Gesetzgeber so gesehen wird. Und wenn Sie das jetzt vergleichen, was wir wirklich hatten, wir hatten das fast Zehnfache dieses Wertes am Anfang, also knapp 300.000, und das ist immer noch das Zehnfache über dem, was vom Gesetzgeber als völlig unbedenklich bezeichnet wird, nämlich 3.700 pro Quadratmeter. Im Bundesgesundheitsamt sieht man das gelassener. Unbedenklich heißt, unter dem Gesichtspunkt, dass es sich um ein Ereignis handelte, dem wir uns nicht verschließen konnten. Sicher ist eine gewisse Gefahr mit der Aufnahme von radioaktiven Stoffen verbunden. Nun, wenn man wieder vergleicht mit dem Umgang mit radioaktiven Stoffen in Kontrollbereichen, dann sind die dort angegebenen Grenzwerte abgestellt auf arbeitstäglichen Umgang, Jahr für Jahr während eines beruflichen Lebens, während hier bei der Kontamination, der Verseuchung der Atmosphäre mit Spaltprodukten aus dem Ereignis von Tschernobyl, es sich um einen einmaligen Vorgang handelt und auch deshalb wieder nicht die unmittelbare Übertragbarkeit der Richtwerte aus der Strahlenschutzverordnung. Zurück zum ökologischen Kreislauf. Wie lange wird unsere Nahrung noch erhöhte radioaktive Werte aufweisen? Ein Hilfsmittel für die Beantwortung dieser Frage ist die Halbwertzeit. Jeder radioaktive Stoff hat eine physikalische Halbwertzeit. Bei Jod 131 beträgt sie 8 Tage. Das heißt, nach 8 Tagen ist die Strahlung auf die Hälfte abgesunken. Cäsium 137 lebt länger. Seine Halbwertzeit beträgt 30 Jahre. Diese langlebige Substanz wird allerdings sehr fest an Mineralien des Bodens gebunden. Nur etwa 5% gelangen durch die Wurzeln in die pflanzliche Nahrung. Rund die Hälfte des so in den menschlichen Körper gelangten Cäsiums wird durch Magen und Darm wieder ausgeschieden. Die andere Hälfte geht den gleichen Weg wie das lebenswichtige Kalium. Es kreist gelöst im Blut und anderen Körperflüssigkeiten und wird erst nach Wochen wieder ausgeschieden. Keinesfalls bleibt es aber 30 Jahre und länger, also bis zum endgültigen Zerfall im Körper. Man spricht deshalb auch von einer biologischen Halbwertzeit. Diese beträgt maximal 100 Tage. Am gefährlichsten für den Organismus ist die radioaktive Substanz Strontium-90, da sie fest in die menschlichen Knochen eingebaut wird. Glücklicherweise ist diese Substanz nur in sehr geringen Spuren zu uns gelangt. Viele Wissenschaftler sind deshalb der Ansicht, dass die Ernte in diesem Herbst nur geringfügig erhöhte Strahlenwerte aufweisen wird. Lediglich bei einigen Nahrungsmitteln wird Zurückhaltung empfohlen. Diese Ansicht teilt auch das Öko-Institut. Die Strahlenbelastung von den Nahrungsmitteln dürfte höher sein als vor Tschernobyl, das ist ziemlich sicher. Aber sie ist nicht so hoch, dass man jetzt auf sehr viele Nahrungsmittel wie Getreide, Kartoffeln und so weiter verzichten müsste. Es gibt nur einige kritische, bei denen das gemacht werden sollte, die auch nicht so wichtig für die Ernährung sind. Das wären zum Beispiel Waldpilze, Wildfleisch, Schaf- und Ziegenfleisch auch noch und Fische aus der Teichzucht, also Süßwasserfisch. Wie wird es denn in den kommenden Jahren, also in 2, 3 Jahren, aussehen? Werden sich da die Belastungswerte noch weiter erhöhen oder werden die abnehmen? Es wird jetzt erstmal die Belastung von Milch und Fleisch zum Beispiel ansteigen, dadurch, dass hochbelastetes Futter im Winter und im Herbst verfüttert wird. Ansonsten werden wohl im nächsten Jahr die Werte in Getreide, Kartoffeln wieder etwas niedriger liegen. Es gibt aber auch Dinge wie Obst, wo dadurch, dass die Wurzeln tiefer sind, dass Cäsium erst später aufgenommen wird, in einem größeren Maß. Aber das wird dann auch nicht dazu führen, dass man sagen müsste, auf Obst ist jetzt zu verzichten. Bis die Strahlung wieder auf Werte wie vor dem Reaktorunfall gesunken ist, werden allerdings Jahrzehnte vergehen.
Herr Professor Feste, gibt es aus der Sicht des Ökologen diesen filmischen Aussagen etwas hinzuzufügen, zu ergänzen? Ja, ich glaube, dass in dem Film ja doch eines sehr deutlich herauskam, das sind die Widersprüche von unterschiedlicher Seite. Und das ist ja eigentlich eine Krux in unserer Wissenschaft generell, dass man durchaus Dinge wissenschaftlich exakt darstellen kann, die nicht mal falsch sind, aber indem man gewisse Dinge weglässt, dann in der Interpretation natürlich falsch werden. Oder dass man unter ganz gewissen Umständen misst. Und das gilt für beide Seiten, nicht wahr? Sodass, ich würde sagen, das Wunschdenken viel stärker in die Wissenschaft einfließt, als man normalerweise wahrhaben will. Und insofern würde ich sagen, die Widersprüche, die kamen hier glatt heraus. Was ich hinzufügen möchte, ist vielleicht noch, dass natürlich Tschernobyl zwar jetzt mal erst ein einmaliger Vorgang war, und selbst wenn er einmalig bleibt, ist das natürlich dennoch eine sehr langjährige Strahlenbelastung. Deshalb können wir nicht einfach sagen, die Werte, die also für das Labor nun gelten, gelten hier nicht. Und was ich vielleicht noch hinzufügen möchte, das ist natürlich der Faktor der Anreicherung, über den sich aber ebenfalls die Wissenschaftler enorm streiten. Es gibt also Werte von, was weiß ich, von 0,5 bis 33 oder so schwankt das. Also ob ein Stoff aufgenommen wird, stärker aufgenommen wird oder ob er drin bleibt. Je nachdem, wie man misst, wie der Boden ist, wie der Mensch ist und so weiter. Und der Strahlenforscher, Herr Paretzke, wie sieht er diese ökologischen Konsequenzen? Ich habe eigentlich da, Herr Fester, nicht solche Diskrepanzen gesehen. Der Kollege vom Öko-Institut hat eigentlich die Messungen, die von anderer Seite gemacht wurden, nur bestätigt. Und bei der Anreicherung in der Nahrungskette der wichtigen Nuklide, mit dem wir es jetzt zu tun haben, nämlich vom Cäsium-137 und Cäsium-134, haben wir ungefähr 30 Jahre Erfahrung. Und über die Anreicherung veröffentlicht zum Beispiel das Bundesinnenministerium seit 30 Jahren solche Berichte, wo dann drinnen steht, wie viel wir unsere Nahrungskette wiederfinden. Wir wissen, wie viel deponiert ist. Also gerade bei den Nukliden, die jetzt viel zu unserer Dosis beitragen, haben wir ja gute Erfahrung, sodass wir also da keine große Diskrepanz haben können. Es wird seit 30 Jahren die Krankenhauskost überwacht. Wir wissen, was da drin ist. Wir wissen, was deponiert worden ist. Also ich sehe da keine großen Missverhältnisse. Sie arbeiten ja selber über Transferfaktoren, wenn ich nicht irre. Vielleicht erklären Sie gleich, was Transferfaktoren sind. Ja, das ist also sozusagen der Faktor, der aufgibt, wie viel von dem, was meinetwegen an Cäsium im Klee oder sonst wo drin ist, nachher in den Menschen geht. Und wenn der 1 ist, dann hat der Mensch nachher genauso viel, wie im Klee drin ist. Wenn er 0,5 ist, dann hat er nur halb so viel. Wenn er 20 ist, hat er 20 mal so viel. Nicht? Und das sind also Transferfaktoren, Faktoren, die man errechnen will. Und da frage ich Sie, Herr Paretzky, also ich habe hier zum Beispiel vom IFOI-Institut, also dem Institut, wie heißt, für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg, einfach mal eine Zusammenstellung von Publikationen, wo hier steht, dass allein dieser Transferfaktor für Cäsium, also für ein Nuklid, in Klee, je nach der Art der vorliegenden Bedingungen, der individuellen, der lokalen Bedingungen, steht hier die stolze Bandbreite von 0,004 bis 33 aufweist. Das heißt, um den Faktor 8250 schwanken kann. Und das heißt doch nur, wenn das so stark schwankt, sind die Werte, die man nachher angibt als Empfehlung, doch irgendwelche Mittelwerte. Anders kann man sich doch gar nicht helfen. Und da frage ich mich, darf man das? Darf man dann einen Mittelwert angeben oder soll man lieber sagen, wir wissen überhaupt nichts? Ja, Gott sei Dank ist nicht ganz so schlimm, wie Sie es darstellen. Man kann in dem Fall schon einen Mittelwert angeben. Ich habe schon gesagt, wir leben ja schon seit etwa 30 Jahren mit dem Fallout der oberirdischen Atombombentests. Und da ist im Teil Süddeutschland etwa 10-mal mehr Cäsium runtergekommen als in den 30 Jahren vorher. In vielen Teilen Norddeutschland ungefähr die gleiche Menge oder sogar ein bisschen weniger. Nun, wir wissen, was auf dem Boden deponiert worden ist. Und wir haben immer gemessen, verschiedene Institutionen in Deutschland, im Auftrag des Bundesinnenministeriums seit vielen, vielen Jahren, die Konzentrationen in verschiedenen Nahrungsmitteln. Das fängt an beim Gemüse, Kartoffel, Getreide und so weiter. Und ein typisches Beispiel für die Nahrung, die wir etwa täglich zu uns nehmen, wurde immer die Krankenhauskost auch gemessen. Ja. Nun, da können Sie einfach vergleichen, was ist unsere tatsächliche Nahrung und was ist am Boden niedergekommen. Und wenn Sie dafür die richtigen Übergangsparameter bis an unsere Nahrung nehmen, dann kommen Sie zu vernünftigen Abschätzungen dessen, was jetzt auch auf Tschernobyl auf uns zukommt. Und darum haben wir viel Erfahrung darüber. Das würde ich nicht sagen, denn diese Situation hat
hatten wir nicht. Wir hatten ja auch nicht die gleichen Nuklide. Gut, Sie haben dann Cäsium, aber wir hatten sie nicht in dieser Konzentration. Wir hatten sie vor allem nicht in dieser gleichen spezifischen Aktivität. Wir hatten sie nicht in dieser Zeit. Also ich würde sagen, daraus zu schließen, ist ein bisschen kühn, nicht, dass das jetzt genau dasselbe sei. Eine Frage dazu gleich. Man geht davon aus, dass in Tschernobyl etwa 200 verschiedene Schadstoffe in die Luft gepustet worden sind. Sind eigentlich diese 200 Faktoren, diese 200 Schadstoffe alle bei uns angekommen? Und sind sie vor allen Dingen alle nachzuweisen und in ihren Wirkungen zu messen? Oder gibt es da eine große Anzahl von deren Wirkungen, die wir überhaupt nicht Bescheid wissen, weil wir sie einfach nicht messen können? Es sind ungefähr möglicherweise 200 emittiert worden, aber wie wir erst schon diskutiert haben, sind sehr wenige von denen langlebig genug, dass sie bis zu uns kamen. Wir haben ungefähr in der Größenordnung ein bisschen unter 20 festgestellt in unserem am Boden, im Regenwasser, in unseren, im Gemüse und so weiter. Und von diesen 20 sind wiederum nur eine Untermenge, nämlich etwa 2, 3, wirklich von der Bedeutung, dass sie unsere Strahlenexposition bestimmen. Also Cäsium, Strontium. Das Cäsium 137, Strontium praktisch gar nicht, weil Gott sei Dank nur ein Zehntel von dem, was sowieso schon da ist, gekommen ist. Darum wissen wir auch, wie sich Strontium in unserer Nahrungskette verhält. Wir wissen, wie es uns belastet über die Nahrung. Und wenn ein Zehntel dazukommt, wissen wir auch, was das Zehntel etwa ist. Und das andere, was gekommen ist, ist Jod 131. Und auch über dessen Schicksal wissen wir sehr viel und konnten es messen im letzten 2 Monaten etwa. Und das Jod 131 ist praktisch verschwunden. 8 Tage Halbwertszeit, das sind 8 Halbwertszeiten, ist praktisch verschwunden. Also ich bin der Meinung, dass wir unsere Dosis relativ gut abschätzen können. Jetzt sind doch, Herr Paretzky, in Amerika sehr viele Untersuchungen gemacht worden, etwa in der Wiederaufbereitungsanlage Hanford am Columbia-Fluss. Und da gibt es ja nun Anreicherungsdaten, die sehr interessant sind. Also gegenüber dem Wasser Anreicherungen auf 1 zu 1000 etwa im Plankton. Und dann gibt es Zahlen, die gehen bis zu 800.000 Anreicherungen, auch natürlich bei Landtieren. Wenn Sie, was weiß ich, Präriehasen vergleichen mit Schnecken, dann steigt das dann auch wieder aufs Hundertfache. Ist das jetzt eine Frage der langen Zeit dieser Aussetzung oder ist das der spezielle Fall? Wie sehen Sie das im Vergleich zu uns? Ich meine, solche Zahlen sind hier nie genannt worden. Wir haben in der GSF inzwischen Schnecken gemessen, wir haben auch Hasen gemessen, wir haben sogar Bienen gemessen. Und die Anreicherungsfaktoren waren also immer in dem Bereich, dass sie für uns keine Probleme darstellen. Also das löst bei mir natürlich eine zweite Frage aus. Wie schaut es eigentlich aus mit der Belastung des gesamten Biosystems? Die ganze Diskussion scheint mir ein bisschen nur auf den Menschen zuzulaufen. Nun ist der Mensch ja nur ein Teil dieser Natur. Wie ist das gesamte Biosystem belastet und welche langfristigen Folgen, wenn die kurzfristigen relativ schnell abklingen, haben wir zu sehen? Herr Fester, und dann eine schöne Pause ziehen. Ich glaube, die Folgen für das Biosystem im Sinne einer grundlegenden Störung, wie es der Mensch ja hat, die ja nicht nur in puncto Gesundheit ist, sondern auch in seinen Reaktionen dann drauf, wirtschaftliche Einflüsse und solche in der ganzen sozialen Akzeptanz und so fort, die man ja einfach nicht vernachlässigen darf, das haben wir natürlich im Biosystem nicht, sodass es da tatsächlich auf die aktuelle Strahlenbelastung ankommt. Und die ist meines Erachtens nicht so, dass sie das Biosystem als solches zunächst einmal umkippen ließe oder schädigen könnte. Also nicht so wie die Nordsee oder ein Binnengewässer, das umkippt. Eine völlig andere Geschichte meiner Ansicht nach. Aber langfristig lassen sich natürlich durchaus hier, nicht nur durch Tschernobyl, sondern die ganzen vorausgegangenen Belastungen, doch, glaube ich, schwerwiegende Veränderungen ablesen in der ganzen genetischen Entwicklung, in der Vielfalt. Denn die Mutationsrate, das ist also die Rate der sprunghaften Erbänderung aufgrund der seit vielen Millionen Jahren herrschenden natürlichen Strahlung, die ja seit den 60er Jahren schon mal, ich glaube, das ist das Doppelte, Herr Paretzky, nicht? Über die Atombombenversuche, das ist eine Belastung, die offenbar gerade gut genug ist, um die Evolution zu schaffen, andererseits auch, um durch die Reparaturmechanismen ausgeglichen zu werden. Und die ist stark erhöht. Das heißt, wir können in der Tat Entwicklungen haben in den genetischen Vorgängen unserer Lebewelt, die langfristig dann die Evolution verschieben, wenn Sie so wollen. Und die Strahlenforschung sagt, wie ist die mittelfristige Wirkung? Ja, das kann ich leider, oder Gott sei Dank, betone Gott sei Dank, nicht bestätigen. Weil die langfristige Strahlenexposition, die Erhöhung, die Veränderung, ja, hauptsächlich durch Cäsium 137 gegeben ist. Wir wissen, wie viel heruntergekommen ist. Und es verändert unsere Strahlenexposition hier im Münchner Raum um weit, weit weniger, als wenn wir uns von München nach Passau begeben. Und ich weiß nicht, dass da die Evolution irgendwie anders verlaufen wäre oder gar im Bayerischen Wald oder im Schwarzwald. Vielen Dank, meine Herren. Vielleicht wissen wir erst nach Tschernobyl, dass wir eigentlich sehr wenig wissen.
An dieser Stelle, verehrte Zuschauer, möchte ich aus Zeitgründen das Gespräch beenden, verbunden mit einem Hinweis. Wissenswert ist zu allen unseren Beiträgen der heutigen Globus-Ausgabe, können Sie wieder der Informationsmappe des Bundes für Umwelt und Naturschutz entnehmen. Wenden Sie sich bitte an folgende Anschrift. Bund, Rote Bühlstraße 84, 7000, Stuttgart 1. Die Mappe kostet 4 Mark. Fügen Sie bitte diesen Betrag in Briefmarken oder als Verrechnungscheck dem Brief bei. Möchten Sie alle 10 Mappen zu den Globus-Sendungen dieses Jahres besitzen, zahlen Sie bitte 31 Mark. Unsere Umwelt wird natürlich auch weiterhin mit anderen Giftstoffen schwer belastet, deren böse ökologischen Wirkungen ganz erheblich sind. Allzu sorglos wird oft mit Lacken und Lösungsmitteln hantiert. Industriehandwerker und Heimwerker können mit diesen Stoffen die Natur insgesamt schädigen, also auch uns Menschen. Eine Studie der Stiftung Verbraucherinstitut weist auf die Folgen hin und bietet ökologisch gangbare Auswege an. Protest gegen Kernkraft. Da wird nicht nur der Tatbestand der Sachbeschädigung erfüllt. Kaum einem der Sprühdemonstranten wird auch bewusst gewesen sein, dass von seiner Hand ebenfalls gefährliche Gifte in die Umwelt gelangten. Über 40 Millionen Lacksprühdosen werden jährlich in der Bundesrepublik verkauft. Sie enthalten Treibgase, die auf die Ozonschicht unserer Atmosphäre einwirken. Insgesamt werden pro Kopf der Bevölkerung jährlich 20 Kilo Farben verstrichen oder versprüht. Sie setzen sich aus Lösemitteln, Bindemitteln und Pigmenten zusammen. Jede dieser drei Komponenten enthält chemische Substanzen, die Mensch und Umwelt belasten. Lösemittel, zum Beispiel die chlorierten Kohlenwasserstoffe, verdunsten in die Atmosphäre. Schätzungsweise über 350.000 Tonnen im Jahr. Die in den Farbträgern enthaltenen Schwermetalle wie Cadmium und Blei reichern sich über die Pflanzen in unserer Nahrungskette an. Wie viel Reste von Lack und Lösemitteln ins Grundwasser ausgewaschen werden, ist unbekannt. Hier tickt nach Ansicht der Umweltexperten eine Zeitbombe. Nun wäre es leicht, alles auf die Industrie zu schieben. Doch die verbraucht nur ein Drittel aller Lacke und Lösemittel. Verschärfte Vorschriften haben zudem den Schadstoffaustrag verringert. Der Mensch wird in den Lackierereien zunehmend durch Roboter ersetzt. Dort, wo er noch selbst die Sprühpistole führt, sollte er durch Absaugvorrichtungen und Schutzkleidung gesichert sein. Zwei Drittel aller Farben und Lösemittel aber werden im häuslichen Bereich verbraucht. Damit zählen die Heimwerker zu den besten Kunden der Lackindustrie. Ob dieser großen Verbrauchergruppe aber auch immer bewusst ist, mit welchen Stoffen sie sich umgibt, darf bezweifelt werden. Vor allem der sorglose Umgang mit Holzschutzmitteln hat schon zur Erkrankung ganzer Familien geführt. Beim Streichen des Gartenhäuschens ist die Gefahr noch relativ gering. Aber in geschlossenen Räumen werden hochgiftige Stoffe wie PCP oder Lindan noch über Jahre hinaus von den Hausbewohnern eingeatmet. Das gleiche gilt für die beliebten Autospraydosen. Da soll schnell mal eine Roststelle ausgebessert werden. Natürlich in der Garage, denn da stört kein Wind. Kaum einer wird sich für so eine Bagatelle einen Mundschutz aufsetzen. Und doch wäre er angebracht. Die Berechnung der Lösemittelbelastung eines Heimwerkers ergibt erstaunlich hohe Werte. Beispiel 1. Eine Zimmerrenovierung. 30 Quadratmeter Wand, eine Tür, ein Fenster und ein Heizkörper werden gestrichen. Dabei wird die Raumluft mit 10 Gramm Lösemittel pro Kubikmeter belastet. Beispiel 2. Eine umfangreiche Hausrenovierung. Wände, Türen, Fenster und Heizkörper von 5 Räumen. Hier liegt die Lösemittelbelastung schon bei 35 Gramm pro Kubikmeter. Ist das ein Wert, der gesundheitsschädlich ist? Das ist sicher sehr viel. Wir kennen Fälle, in denen 3 bis 4 Gramm schon zu Organschäden führen, wie zum Beispiel Leber, Nieren oder Schäden am Zentralnervensystem. Dann kommt natürlich noch hinzu, dass gewerblich Arbeitende bloß einen 8-Stunden-Tag haben und in dieser Zeit ausgesetzt sind. Während im privaten Bereich geht es ja über 24 Stunden und man atmet dies auch noch nachts ein. Und dann weiß man nicht, wie Kleinkinder oder Vorgeschädigte auf diese exzessiv hohen Werte reagieren. Trotzdem herrscht in den Heimwerkermärkten Hochkonjunktur. Der Kunde wird mit einem riesigen Angebot umworben.
Der Verband der Lackindustrie selbst schätzt die Zahl der Rezepturen auf über 500.000. Eine Angabe der Inhaltsstoffe auf der Verpackung ist nicht vorgeschrieben. Und wenn, dann ist sie nur für Chemiker zu entschlüsseln. Wer behält dann noch den Überblick, was gesundheitsschädlich ist und was nicht? Auf den weitaus meisten Lacktöpfen findet der Kunde nur Gebrauchshinweise. Lediglich die aggressiveren Stoffe sind als gesundheitsschädlich gekennzeichnet. Und sogenannte Negativdeklarationen wie bleifrei oder frei von PCP und Lindan verschweigen andere, möglicherweise noch giftigere Stoffe. Einzige Orientierung: der blaue Engel. Dieses vom Umweltbundesamt vergebene Prädikat zeichnet Lacke aus, die einen Lösemittelanteil unter 15% haben. Widersinnigerweise kommen Farben, die keine chemischen Lösemittel enthalten, nicht in den Genuss dieses Prädikats. Auf einer Umweltmesse in München haben wir uns nach Alternativen umgesehen. Schon seit einiger Zeit bieten Hersteller sogenannte Naturfarben.